Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret of Mana. Gestern waren wir beim Boss stehen geblieben und heute wollen wir mal versuchen, mit einer anderen Taktik ihn zu besiegen. Und wir legen auch direkt los. Naja, direkt loslegen ist ein bisschen übertrieben. Erstmal geht's eine Runde shoppen. Ich habe gestern gesehen, so richtig hilfreich ist das nicht mit einem alleine. Also werden wir erstmal ein bisschen weiter einkaufen, um einen wieder zu besiegen. Damit ich das nicht alleine machen muss. Und hauen wir erstmal eine Runde Gold raus. So, testen wir es erstmal mit dem. Jetzt so. Blöd ist natürlich, dass wir jetzt hier bei ihr einkaufen müssen. Da ist alles ein bisschen teurer. Aber jetzt irgendwie erst noch wieder in die Stadt ganz zurück. Das ist, glaube ich, doch ein weiterer Weg. Darum bleibt uns nichts anderes übrig, als die hier zu kaufen. Aber das hat ja schon mal geklappt. Erster ist wiederbelebt. Und zweiter ist dann auch wiederbelebt. Weiß nicht, sollen wir noch einen dritten als Ersatz holen oder... Ich glaube, einen zumindest würde ich schon noch mitnehmen. Ganz, ne? Ja, wir sollten da natürlich aufpassen, dass keiner mehr stirbt. Ja, das ist ein noch davon auch. Bonbons haben 5 auf Tasch. Aber dann ist vielleicht die Frage trotzdem noch Bonbon mehr. Ja, ein Bonbon kann. Jetzt wäre es nur die Frage, wenn wir jetzt gerade noch hier, ob wir ein bisschen hier uns noch okay, shoppen. Das Armband könnte man ja für 90, könnte man das ja mal mitnehmen. Vielleicht ja, du siehst ja, das blinkt. Für das die beiden für heißt das. Die Jungen, das also kaufe ich zweimal gleich. Na, ich würde es glaube ich erstmal einmal kaufen, dann können wir es anlegen und gucken, was es bringt. Okay. Würdest du wäre nur... Hilfe. Ja, aber ich glaube nicht, dass die engen Effekt hat. Die ist, glaube ich, eher nur Style. Nee, nee, die haben Effekte, die Sachen. Okay. Ja, aber sind die in der Stadt, sind die doch billiger. Dann brauchen wir die ja nicht bei ihr jetzt kaufen. Also nicht. Guck doch erstmal, was der Armschienen jetzt bringt. Was? Der hat da doch noch... Ah, plus 1, Ausweichchance plus 15 und Magieabwehr plus 3. Ist erstmal so echt für alle. Also ist. Ja. Und was ist mit Outfits? Was ja, da hat jeder bisher. Was gibt. Nee. Haben wir. Warum fahren wir noch da nicht? Da wäre ja das Stirnband eben gewesen oder halt für die beiden Schleife. Weiß ich aber nicht, ob wir das. Erstmal so probieren und sonst gleich sagen, dass wir in der Stadt mal shoppen gehen. Ja, also irgendwann kaufen sollten wir sie auf die Fälle. Das gibt ja noch mehr für alle Klamotten-Items Essen haben. Ja, okay, aber dann sollten wir die in der Stadt eher holen. Aber eben kann ich schon mit jemandem denken. Nee, ist im Moment noch nicht. Abstecken. Wird angezeigt. Denken kann ich ja nicht. Frage, was haben wir jetzt gestern anders gemacht, dass es auch einmal dann doch funktioniert? Dem, als du abgezogen hast, dann halt auch wieder ein Stück. Der läuft. So. Achso, dann geht sie wieder auf Follow. Wollte ich gerade sagen, jetzt ist sie auf Follow. Der zweite Spieler angezeigt, aber es geht noch nicht. Mal in den Einstellungen, ob wir da irgendwie. Oder hatten wir ja eigentlich nichts dran. Gemacht. Und es auch nichts einstellen wegen Follow oder irgendwas, ne? Der Ring, Einstellung. Ja, doch, doch. Probier mal. Achso. Ja, weil der andere eigentlich auf Spieler 2 festgelegt ist. Kann ja einmal probieren. Mit Tastatur geht im Moment nicht. Gehen wir mit Maus. Da haben wir wieder, dass es das schon mal aktiv ist. Aber alle auf einmal waren da nur. Oh, will ich jetzt. Ja. Na, dann wechsel mal, oder wie wechsle ich? Ach so. Ich muss erstmal wieder, er hat wieder Auto laufen. Wenn, so, aus, nee, aus.
ist dein Auto laufen? Hier, er läuft immer automatisch. Jetzt. Auf Steuerkreuz. Okay, dann musst du jetzt auf. So, dann haben wir jetzt. Boah, ist glaube ich relativ egal, aber wir müssten jetzt einmal gucken, bevor wir loslegen mit der Magie, ob wir irgendwas haben, das ich verwenden kann. Achso, nee, ich glaube, da war noch keine Spells drin. Kannst du mal gucken? Ja, das ist mit dem Controller hier alles andersrum. Okay. Nee. Hier oder nicht? Ja. Nee, aber hier wird angezeigt, die Waffen werden nur angezeigt. Ja, ich bin jetzt. Ja, wir. Der billiger ein. Nein, auf dir. Der ich zu der Belebung. Ja, das auf alle Fälle. Also ein Bonbon musst du jetzt schon direkt noch benutzen. Oh, und haben wir jetzt aber auch genug rum. Aber welche Waffen haben wir jetzt eigentlich ausgewählt? Ich hab das schwer, siehst du. Aber ich hab nichts ausgewählt. Doch, ich glaub. Hab ich den? Ich glaub, die letzte hat wohl nichts. Nee. Doch, der, die Axt. Ach so, die Axt wird. Axt wird nicht bekommen. Warum hat das Elfenmädchen denn. Barkringe? Nee, das macht. Aber ist die Frage, nehme ich dann den Boomerang vielleicht, dass ja, ich oben angreifen so. Kann? Muss aber auch. Ja. Naja, mit hier mit dem Controller ist das genau andersrum. Der hat die Axt, ja, aber macht das nicht. Macht sie nicht am meisten Schaden mit den. Mit ihrer Standardwaffe? Jetzt haben wir zwei Nahkämpfer, zwei Fernkämpfer. Nee, ein Fernkämpfer. Ein Fernkämpfer. Gut. Nein! Versuch gerade eng. Achso, hier drin können wir nicht angreifen, oder? Kannst du dein Schwert benutzen? Gar nichts machen. Okay. Ja, das habe ich nämlich die ganze Zeit gerade guck gehabt. Einmal mit Profis. So, wir können immer noch nichts. Du jetzt, oder? Nein, das will ich jetzt nicht. Ach, gib nicht mir die Schuhe. Was war das gerade? Warst du verwandelt? Ja, ich bin wohl verwandelt. Aber ich kann keinen Angriff machen. Ich hab aber. Aus. Wenn du jedes Mal die Menütaste drückst, dann kannst du auch nicht angreifen. Perfekt. So. Ah ja, das war nur eben verbuggt. Ich habe keine Schuld grundsätzlich. Achso, auf was hast du denn eingestellt? Die andere greift gar nicht an, ne? Doch, die greift auch. Achso, die wartet aber immer bis 100% oder was? Auf den unten müssen wir ein bisschen. Ach, der trifft auch noch beide, ne? Das ist natürlich. Ich bin fast zu. Ey, das ist doch Verarsche. Wir hätten einfach weitergehen sollen und die gehen lassen. Oh. Es ist halt auch, weil man hier die beiden erst neu dazu bekommen hat und noch gar kein Leben hat. Man hätte natürlich aber schon mal von. So, rechts war nichts drin, das wissen wir vom letzten Mal. Diesmal die linke Tür mal. Ja, dann gehen wir durch die linke. Vorbei hier. Gucken da einmal rein. Okay, brauchen wir auch nicht. Oder wollen wir die. Ich fürchte ja auch, dass sie nicht viel aushalten wird, gleich im Kampf. Irgendwie ist ihre Toll auch noch vergiftet.
Ja, aber ich glaube, sie wird gleich keine große Hilfe sein. Ein bisschen. Fernkampfwaffe wegnehmen. Gerade sagen, jetzt bin aber nicht ich zurückgegangen. Ja, soll ich dann jetzt schon wechseln oder? Ah, dann wechseln. Was macht 15 bis 16? Ah, mit dem zu treffen ist ja irgendwie nicht gerade einfach. Wohl nicht treffen lassen. Ah, da sieht man mal, wie schnell man hier jetzt die Stufen aufsteigt, ne? Da ist unsere Hexe ja wieder. Ah, das können wir ja dann hoffentlich mal wieder überspringen. Dahergehen. Aber jetzt können wir tippen. Da müssen wir dran denken, rechtzeitig die Bombe. Ich glaube, ich würde einen Schlag abwarten. Ey, das war schon mal, dass er keine Attacke gemacht hat. Ey, dass wir nicht getroffen worden sind. Jetzt solltest du schnell einen Bonbon nehmen. Oh, ich habe einen Crit gemacht. Okay, ich werde auch... Okay, ich kann gar keinen Bonbon nehmen, ich bin instant. Ja, eigentlich... Welche von beiden wiederbeleben, aber wahrscheinlich bist du jetzt schon ein höheres Level. Ich wollte gerade sagen, Elfe, höheres... Also. Level. Also hol ich Krümmer ein bisschen wieder. Ah. Frage, nimmst du schon Bonbon? Ich war auch gerade schon überlegen. Feuer abkriege, habe ich sonst ein Problem. Wollte ich gerade sagen. Also lieber den Bonbon benutzen. Ja, weil zum Wiederbeleben haben wir jetzt ja schon aufgebraucht, den einen, den wir hatten. Ja. Okay, den Schaden, den ich mache, ist jetzt irgendwie nicht so hilfreich. Oh, hat ja schon gereicht. Oh, hat ja wirklich schon gereicht. Okay, also bei dem Boss auf jeden Fall, dass alle wiederbelebt sind oder mindestens zwei und dass man noch was zusätzlich dabei hat. Ja, das ist halt einfach die extra Chance, die du euch hast, wenn du einen noch wiederbeleben kannst, anstatt dass wenn zwei Tote dabei sind, es halt direkt vorbei ist. Aber diesmal hatten wir auch Glück, es kam insgesamt nur einmal Feueratem, aber wahrscheinlich hängt das einfach vom Schaden ab. Oh, ja. Und die andere wurde wiederbelebt. Oh, und auch für den Bumerang gibt. Soll ich bei ihr jetzt wieder auf Fernkampf oder erstmal den Bogen weiter leveln? Frage. Nahkampf mit. Ja, auf Nahkampf meine ich oder auf Fernkampf. Sonst guck einmal nach, ob der überhaupt leveln kann im Moment. Ich würde sagen, davon machen wir es abhängig. Okay, den Bogen, dann level ich den erstmal zu Ende. Man kann so aufmachen. Der könnte Bumerang. Theoretisch aber jetzt auch auf die Lanze weg. Ja, wir können ja gucken, mach am besten erstmal noch so zwei, drei Gegner, dann sehen wir ja, ob neue Prozente zurück. So. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier gleich auf treffen. Okay, da ist die Hexe. Schauen, was sie uns zu erzählen hat. I had no choice. I exchanged the souls of the villagers for herbs from Thanatos to keep my power. Lesson learned. I'm resigned to be a simple old lady. Live and know. If you're looking for that young man who was here earlier, he's only. Okay, also müssen wir von Pandora scheinbar wieder weiter. Oh, da ist eine Truhe gerade rechts gespawnt.
Auch ein Eismann. Oh, gleich zwei Truhen. Magie an den Start kommt. Oh. Lederpeitsche, das ist ja noch wieder eine neue Waffe. Sollten wir dazu gerade defen. Ja, dann gucken wir erstmal mit Waffen, die wir haben, weiter und schauen wir mal, was jetzt hier kommt. Auf den ganzen Weg gehen müssen. Vor allen Dingen, ob jetzt Gegner wieder da sind. Oder ob die Burg jetzt sozusagen befreit ist. Sieht danach aus, dass es jetzt ein entspannter Rückweg. Trotzdem. Und ja, aber. Vielleicht gibt das einen Shortcut. Achso, oder wir benutzen unser magisches Elf. Ach ja. Können wir gleich auch noch. Lass mal gucken, ob. Hier ist nichts weiter. Dann war das magische Seil. Mit dem magischen Seil kommen wir zum Anfang des Dungeon. Da wird das hier hoffentlich auch fehlen. Das war natürlich um einiges schneller. Can you hear me? Come to the water palace immediately. Zurück zum Wassertempel. It's Luca. Something must have happened. I've gotta go. I'm going too. I'm worried about Dylok, but I need your help to save him. I'll go with you, but in return, you have to help me rescue Dylok afterward. Hey, wir bleiben also auch erst. Don't worry, I'm coming along. We'll get this job done in no time. Dann müssen wir mal gucken, dass sie jetzt ein bisschen mehr am Leben bleibt, dass sie auch ein paar Level aufsteigt, ne? Ach so, hier links. Links? Ah ne, da sind deine. Ah, hätte uns das Seil. Okay. Ja? Oh, hier. Ah ja, jetzt endlich noch der auch hergekommen. Weil bringt halt wirklich ja. Jeweiligen Dungeons. Ja, und nicht ans Anfang. Besondere Stelle, sonst. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt sind wir wieder da. Sollten wir vielleicht auch erstmal alle mitnehmen. Ja, wenn es erstmal auch schon. Oh. Natürlich blöd, dass die ausweichen. Die bleiben da jetzt die ganze Zeit immer stehen. Kann man die Karte oben rechts eigentlich entfernen? Ich finde die wirklich ganz schön störend. Ich glaube, da kannst du nicht fest als alle die. Wollen wir den unten rechts dann noch mit? Dann oder ja. Schwert Level erweitern kann. Ja. Und danach dann die Axt sonst im Zweifelsfall. Ja. Ah, ich glaube, die ist. Ich dachte, die kann immer nur respawnen, wenn man aus dem rausgeht. Einmal ja auf. Ah, wieso? Ja, deswegen. Runter. Hä? Plötzlich. War noch nicht. Ich glaube, du musst mal in den Einstellungen was anderes machen. Die greift nur an, wenn du greifst. Auch nicht. Ja, aber das bringt ja auch nichts. Soll ja schon mit angreifen, wenn man sie schon hat. Aber dann hast du sonst halt auch dafür, wenn schon ein Pult, die du gar nicht an. Aber eigentlich ist das schon nicht so. Ja, aber kann man nicht einstellen, dass sie angreifen soll den Gegner, egal wenn einer von uns angreift, also. Einer von uns beiden ja. Jetzt. Ja. Weiß ich gerade nicht, ob das in den Einstellungen drin war. Auch von rechts? Ja, wüsste ich. Weil das wäre ja. Ich glaube, die Stelle. Oh. Ah, genau. Weiter. Der Schaden könnten die ruhig. Hier. Was rund.
Was, dieser... Gleich jetzt mit Hydra. Ach ja. Können wir es. Was sagen, willst du einmal ausrüsten? Einmal was? Waffe, oder? Ob die Peitsche war schon eine Waffe. Da ist sie. Doch. Waren wir ja noch gar nicht. Geht dann. Hey. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen, aber wir machen hier erstmal wieder einen kleinen Cut und ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!